Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Batze 3 mit dem Jan und wir sind wieder mal vor der Schleuse. Fahrstühle und Schleuse. Mal gucken, vielleicht müssen wir ja nochmal hacken. Das hatten wir Ja, auch schon ewig nicht das wird mehr. das Ganze auf die Spitze treiben hier. Hey Leute. Woran die hier auch immer experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein. Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Okay, hier müssen naja, wir. vielleicht Das ist irre ich mich, Fahrstuhl. aber ich sehe mich mal um. Ist da noch Moin. was auf der Seite? Ja. Das ist noch was. Oh, geil. Guck mal, was da hinten auf uns wartet, ey. Was denn? Was Mach mal denn? B, drück mal B, guck mal, wo es hingeht. Ja, oh! Ach nee, ist eine Leiter! Oh! Da muss man doch selber klettern, das ist was ganz anderes als ein Fahrstuhl, Alter. Ich stehe ja jetzt nicht dran, ey, obwohl ich eigentlich 3 Meter weit weg stehe, aber ja. Oh Mann. Ja, bei so zwei fetten Menschen. Oh, warum kommt jetzt hier was? Nee, ich glaub, das war Hä? ich. Nee, der Lüftungsschacht ist gerade kaputt gegangen hinter mir. Oh, ich höre auch was. Sondenspitze. Ich höre hier was. Krabbeln. Wo denn? Ja, keine Ahnung, hier ist da die Schleuse kaputt, aber raus kam nix. Boah, warte, wir gucken mal, ob das da drin feststeckt. Nee, ich glaube nicht. Ein Textlog, Vorsicht, ne? Boah, guck mal, was hier alles liegt, Alter. Du wieder wieso oder liegt, wer? Wieso liegt hier so viel? Ja, ich mach. Nee, das war ein Teil. Oh. 2 von 3 Sondenteilen gefunden. Stimmt, wir sollen ja Sondenteile suchen. Oh, jetzt müssen wir wieder hoch oder was? Ohne Ja, das zu obwohl, wissen, weiß ich obwohl schon, das dass Ding wir. Nach unten zeigt. Echt? Nee, ich glaube doch nicht. Nee, ja, wir brauchen noch ein Sonnenteil. Ich denke mal, das ist hier noch. Ach, guck mal. Oh. Ja, wir sind das. Ja. Alter, Das jetzt wird's hab aber ich ganz. Ey, was ist denn hier auf einmal mit dem Spiel los, Alter? Nee, ich glaube, wir müssen wieder hoch, Digga, oder? Oder geht er hier hinten doch noch weiter durch irgendeinen Zaun durch oder so, ne? Ich kletter mal hier hoch. Wow, jetzt ist das Ding im Lüftungsschacht. Oh, das ist so scheiße einfach, ey. Bist du oben? Kann ich denn auch? Ja, du kannst. Warum machen die das nicht so, dass man einfach durch sich durchgehen kann? Also durch den ja. anderen, nicht durch sich selbst. Das macht ja keinen Sinn. Oh. Ist hier oben denn so eine Brücke? Keine Ahnung, oh. Ich krieg gerade ein Zahnrad. Oh, wir müssen wieder runter. Dieses Game Design, Alter. Das ist so schlecht. Oh, ich geh schon runter, alles gut. Du kannst ja oben bleiben, weil wir danach eh wieder hoch müssen. Nee, ich komme jetzt auch runter. Hä? Das dauert immer, das geht immer Nein, so schnell. Du musst den Fahrstuhl wieder hochziehen, du musst das gedrückt halten. Mann. Oh. Wenn ich aufhöre zu visieren, dann hört er damit auch auf. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber ja. Oho. Ist das drin da, oder? Warte. Alter, das ist nur ein scheiß Waffenteil, ne? Okay, Santos. Ach, nee. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht weit verschieben. Ich bin vor oben geblieben. Ja. Ey, leider ist auch so lang. Ja, ist so. Die nimmt gefühlt kein Ende, ey. Haben wir jetzt alle Teile, oder? Ja. Also wieder jetzt zurück. Müssen wir wieder an eine Bank und so, ne? Das Spiel kennen wir ja schon. Also da war echt Innovation. Irgendwie gestaltet sich die langsam schlauchig, die Level. Ja. So, müssen wir hier überhaupt raus? Ja, aber anders geht's ja nicht. Warte, hier liegt noch was. Oh, warte, ich muss noch einmal Muni mitnehmen. Hast hier so viele Medikits dabei, ne? Ja, das wollte ich eigentlich jetzt. Ich hab's hier aus Versehen schon wieder. Gesehen. Alter, wenn ich nochmal so ein Mini-Medikit in meinem Bild habe, ne? Oh, oh fuck. Da ist sie wieder. Abwechslung! Oh nee. Aber auf den Kampf habe ich sogar echt Bock. Oh! Oh, weg!
Nicht, dass er mit den komischen Kisten hier wirft, Alter. Ja, das ist vor dir. Du kannst da, ich komm da nicht ran. Jetzt. Deine Stasis ist nicht. Oh. Oh, meine Stasis ist leer. Echt? Meine ja. Auch, meine auch, meine auch. Fuck. Lass mal kurz gucken. Ich hab, ja, nee, ich hab schon alle verbraucht. Hier liegt überall was rum. Ja, wow, Medkits. Davon haben wir so viele. Ist hier keine Stasis-Station? Ich glaub nicht. Ja, das geht aber auch so. Oh, lauf! Ja. Ey, ist echt kein Stase, ne? Oh, ich glaube, er ist tot. Nee, doch nee, nee. Nicht! Nee, nee. Leute, der schon. Oh man, kann das Ding nicht einfach mal gegen uns kämpfen? Leute, dieses Biest läuft immer vor mir weg, bevor ich es killen kann. Oh Gott, nicht mal eine Verschnaufpause. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Hey, ich hab wieder Stase, Leute. Ich hab auch wieder ein bisschen. Lädt sich immer auf, glaube ich, bis zur Hälfte, ne? Ich weiß nicht, ja. Hey, war von uns jemand im Waffenarsenal? Nein, warum? Nur weil der noch labert. Mist, dachte ich mir. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln hinterlassen und die brennen noch. Pass auf, gleich ist oh wie von Zauberhand. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werd's rausfinden. Ah, hier waren wir doch schon mal. Uns das ultimative Opfer für die Sicherheit der Severin. Ah, jetzt können wir hier lang. Wir zu schützen geschworen haben zu erbringen. Wir wissen, dass nee, wir brauchen die Stange. Ja, wir haben. Nee. Ah, wir haben. Nee. Ach, wir müssen uns in der Werkbank. Au, Alter, die waren Vieh. Wie geil war das denn, Alter? Ja, erstmal haben wir ausgerastet. Warte mal, liegt hier im Mund? Da waren wir doch schon, da haben wir ja, schon alles mitgenommen, was ging. Das sah gerade so aus, als wenn da Muni war. Also Muni hätte ich den gerne mitgenommen. Übrigens, wir haben den Schneeanzug nicht mehr an uns, wird aber trotzdem nicht kalt. Ja. Weil es jetzt einfach unwichtig ist, weißt? Da ist das Vieh! Alter, ich treff's einfach nicht, ne? Boah, was war das? Meine Granate. Wer ist echt? Ja, irgendwas leuchtet rot, irgendwas leuchtet hier rot. Ja, da hinten. Kamera oder was? Was fliegt hier? Was fliegt hier? Das ist ein Bug oder was? Ja, irgendwas fliegt hier. Nee! LOL! Der hat eine Granate in der Hand! Oh! Alter! Was ein Arschloch, ey! Hier fliegt was! Oh! Kommt auf einmal angerannt, Alter! Wie lange die auch scharf schon hatte? Der hat sich, also rote Punkte sind gefährlich. Ja. Und die kommen auf einen zu. Okay, hier muss doch jetzt irgendwo eine Wegbank sein, oder was? Da müssen wir ja komplett zurückrennen irgendwie, ne? Drück mal B, dann weißt du auch, wo wir hin müssen. Ja, ja, wieder komplett zurück, sag ich, ja. Der hat doch gar nichts angezeigt bei B. Oh, ein Fahrstuhl. Doch, bei mir, ja, aber... Okay, ja, das häuft sich hier aber richtig, Alter. Danik hat Schiffe. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. Alter, diese Schleusen. Mhm. Alter. Na gut, aber die Schleusen machen ja hier wirklich in der Welt Sinn. Also, dass da nach draußen geht. Ja, ja. Normale ja, Türen ja, sind zu langweilig. Ja, ja, klar. Aber wir sind bestimmt schon 30 Mal durch die Schleuse gerannt, Alter. Ja, oder durch Fahrstuhl. Ich gar nicht. Hier ist doch schon gleich wieder die nächste. Warte mal. Da waren wir schon. Ja, ja, ich will bloß einmal kurz. Oh, da lag noch was. Nee, ist doch nix. Ja, aber manchmal was. Ist ja nochmal neuer Loot da, weißt? Also ja, eben gerade die Schränke, die waren ja auch wieder voll, wo wir eben schon waren in dem Raum. Da waren Viech drin. Ja, stimmt. Hm. Da ist die Werkbank unten. Kann ich mich doch noch dran erinnern. Oh mein, guck mal, mein Roboter, wie der jetzt zurückkriegt, ist geil. Ja. So, dann bauen wir mal das geile Ding. Herstellen.
Sondenantrieb, Sondenrahmen, Sondenerweiterung. Boah, das muss man als Waffe nehmen, Alter. Was? Die Sondenscheiße. Ich hab jetzt erstmal alles einge... Oh, yo. Oh, Mann, ey. Nimmst du die? Müssen wir die, ja, beide nehmen. Ja, ich hab die jetzt. Wir müssen die aber beide nehmen. Echt? Ja, ich muss die auch auswählen. Och, Mann, ey. Kann nicht modifiziert werden? Ne. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. 1500! Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. 1500 Schuss. Hat das Ding? Ja. Bei mir hat das 250. Echt? Ich hab da 1500 von, Alter. Ja. Da kommt was! Wow, man kann was war das? Was ist das für eine Waffe, Alter? Oh, kleine Viecher. Puh. Hab ich keinen Raketenschmeißer mehr. Alter, wie gehen... Nein, die Viecher! Boah, was ist das denn, Alter? Ja, ja, deswegen, Alter. Ich hab da einfach 1500 von. Guck mal da. Was? Oh. Der weiß nicht, wo lang. Oh, Stase. Ah, bringt ja nichts. Ah, die ist auch richtig verschwenderisch, die Kacke. Ja, aber stark, glaube ich, ne? Oh, kommt auf jeden Fall so. Boah, was da rauskommt, Alter. Ja, ich werde mal meinen Sturmgewehr bei dir nutzen. Ich denke mal, die brauchen wir doch für irgendwas anderes. Ja, kann natürlich gut sein, ja. Fahrstuhliges Fahrstuhl. Ja. Ja, fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie Zeitstrecken, ne? Ich meine, ja. Das klingt jetzt sehr böse, aber. Weiß ich nicht. Oh. Oh, da ist einer, der ich kann schießen. Stase, cool. Au. Oh. Muss dein kleiner Kopf hin. Da, auf dem Viech. Ey, aber was sind das, Alter? Das sind echt. Das sind Gehirne, Alter. Das sind Gehirne. Köpfe? Nee, ja, Gehirne nur eigentlich. Nee, die haben ja einen Kopf. Sehen aber aus wie ein Gehirn mit so Strängen dran. Oh, ein Artefakt, Alter. Was haben wir hier? Persönliches Log, bla bla bla. Ah ne, Edmund Varley. Mit größten Mühen ist unser Grabungsteam zu den Koordinaten vorgedrungen, die Dr. Serrano uns gegeben hat. Der Schneesturm war mörderisch. Damit wir uns nicht verirren, haben wir die MU-90s oder so, MU-90s, keine Ahnung, zu einer Art... Güterzug aneinander gekettet. Den Großteil des Tages kämpfen wir uns so vor und fürchten. Was? Und fürchteten schon. Ja, ja. Unsere warmen Kojen nie wiederzusehen. Achso. Jetzt ergibt es auch Sinn. Dann legte sich der Sturm ganz plötzlich und wir sahen sie. Sie ragen wie Götter hoch auf. Was weiß ich, mit einem monströsen Olymp, der sich hinter ihnen erhob. Bevor ich es selbst begreifen konnte, war ich auf die Knie gefallen und weinte unkontrollierbar, überwältigt von meiner eigenen Bedeutungslosigkeit. Ja, der hat es geschafft. Oh, lesen ist gerade nicht so drin irgendwie. Ist ja auch schon ein bisschen spät, ne? Ja, das stimmt. Du musst bedenken, wir nehmen gerade um 2.25 Uhr auf. Ja, ja, ja. So wie und immer, also. Ja. Irgendwie ist nachts die beste Zeit für uns. Eine Werkbank!
Kann ich jetzt meine Waffe wieder haben? Ey, ich denke mal, die brauchen wir noch, ne? Die brauchen wir, ja. Aber erstmal müssen wir... Fahrstuhl fahren? Richtig! Oh Mann. Oh. Aber ich habe auch irgendwie immer noch 200 Schüsse, das Ding. Ah, jetzt können wir das hier endlich machen, oder? Sie nichts an. Michael. Oh, was? Achso, warte, ich geh auf die andere Seite. Warte, wir müssen das, glaube ich, gleichzeitig oder so, ne? Nee. Ich hab das Ding irgendwie aufgeklappt oder so. Hier kommen gleich Viecher, hier sind doch überall Lüftungsschächte und... Das Viech wurde einfach mal aufgeklappt. Ja, ist schon ein bisschen eklig, ne? Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Norton, kannst du uns helfen? Das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie sagen, gehen Sie in den Käfig. Oh, du musst rein und ich muss alle abwehren, oder was? Wir müssen da beide rein. Ach, warum geht der Typ nicht da rein, ey? Ja, weil ich erst muss, ne? Einfach so gern einen Kopfschuss geben. Ach so, der Typ meinst du, ja? Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Ich hätte mich gerne umgedreht. Hoffentlich stirbt der da drin jetzt, Alter. Hauptsache, wir lassen uns gerade in irgendein Viech setzen, Mann. Ja, das ist echt krank. Aber es ist gerade spannend. Es sind bestimmt ganz viele Spinnen also in der Kleine. Wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, Alter, wenn Sie nah dran sind. Ah, jetzt haben wir mit diesen Sensorwaffen was suchen. Schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Oh mein Gott. Endlich was Simples, oder? Genau. Siehst du, was ich sehe? Schlabber. Alter, wie sieht's hier aus? Synapsen suchen. Ja, aufteilen ist glaube ich nicht so gut, ne? Gehen wir erstmal hier rein, oder? Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping. Klingt gar nicht so schwer. Was ist denn für ein Ping? Der hier leuchtet heller. Alter, wie auch überall Stützpfeiler sind. Das ist der Scheiß nicht ein. Was ist das denn? Hm, nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping. Das geht, glaube ich, nicht kaputt. Mein Granatenlevel bestimmt. Das ist ein Pickel. Ey, das sieht echt aus wie so ein übel fetter Eider. Nee, hör auf, da oben ist noch einer. Das sieht echt aus wie so ein übel fetter Eider-Pickel, Alter. Das ist ja richtig räudig. Überall die Dinger, das sind einfach mal die Lampen. So, ja, siehst du? Hä? Ich bin wieder am Anfang. Echt? Ja. Ja, da musst du hier links rum. Ach ne, hier geht's gar nicht rum. Hä? Wo muss man denn diese Sonden hinschießen? Ja, in die Dinger rein. Echt? Ja, weiß ich doch nicht, bestimmt. Ja, aber ich da vorne eigentlich. Immer noch nichts. Muss hier irgendwo einen aktiven Knoten geben. Ach so, einer dieser Knoten nur, wa? Irgendein Knoten ist es. Falscher Knoten. Es muss hier irgendwo einen stärkeren Ping geben. Was für ein Ping? Hier pingt nix. Ja, wir müssen ihn suchen. Oh, der hier ist es. Center, das bewegt sich! Oh, alles wackelt! Es ist praktisch tot. Sind Sie da sicher? Das Vieh ist doch nicht tot, oder? Alter, was sind das? Ich hab keinen. Ich glaub, die Waffen machen keinen Schaden. Doch, klar. So richtig.
Geht eigentlich. Au. Brauchen halt lange um. Oh, ich bin fast tot. Alter, das war knapp. Nein! Nein, 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 kann ich ja nicht. Alter, lebe ich jetzt oder bin ich tot? Ich glaube, ich bin tot. Alter, der beißt mir. Alter, der beißt mir den Kopf ab! Der beißt mir den Kopf ab, Alter. What the fuck? Ich werde auf jeden Fall meine Knarre dafür. Ja, ich glaube, ich wechsle auch, Alter. Das ist doch nicht so geil. Ich zeig dir, wo der Knoten ist. Der Pickel. War der hier? War der da? Nein. Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Pickel. Einer von denen hier. Klingt gar nicht so schwer. Nee, hier oben war das. Oh, hier sind überall Kisten, warte mal. Hier ist der Ping. Hier ist er. Kann ich? Na, warte. Ah, wenn du zielst, dann piept das auch, wenn du auf den zeigst, Alter. Echt jetzt? Ja, wenn du hier zielend rumläufst, fängt das übrigens an zu piepen. Warte, warte, lass mich mal. Hier, oder was? Ja, wow. Komm, lass uns zum Käfig rein, den Käfig rein. Nee, nicht rein, da drin sind wir eingefegt. Ja und? Ja nicht ja und, das ist Kacke. Die können doch dann von keiner Seite kommen. Also schon mal von den anderen Seiten. Au, hinter mir. Den kannst du einfach auf den Kopf schießen. Oho. Isaac, alles in Ordnung? Können wir nicht einfach die Fahrschub wieder hoch? Dann war's. Und von mehr, warum bin ich jetzt gestorben? Nein, ja. Das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Oh. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Wir müssen alle durch jetzt gehen, oder was? Hier piept er nur einmal. Hier auch. Oh, wenn wir das jetzt für jeden machen müssen, ne? Hier. Ah, der über dir. Ah. Nicht schon wieder diese Scheiße. Ja, lass mal hier irgendwie... Okay. Ja, Fahrstuhl. Kommt und holt mich. Alles okay? Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Fliegt uns doch der ganze Scheiß hier um die Ohren, ey. Hier. Fahrstuhl? Ja, oh. Oh, was ist jetzt los, Alter? Oh, lauf. Ey, kann ich laufen? Ich hab grad eine Cutscene gehabt. Hey, was hast du, ey? Ja, der Marker hat sich mir gerade gezeigt. Isaac, holy, es hat shit funktioniert, es hat funktioniert! Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Nicht jetzt! Doch, hier drin ist gut, hier kann man rausschießen. Das ist nicht, von der anderen Seite sind wir komplett wehrlos. Ich kann hier überhaupt nicht schießen, weil du dann da stehst. Boah. What? Lol, ich hab Stase gemacht und der Typ, der war hier auf einmal. Der ist mir genau in die Stase gesprungen. Oh, hinter mir irgendwie. Oh! Er greift mich an! Du beißt mir nicht den Kopf ab! Kannst du dir denn irgendwie helfen? Nee. Oh, ich bin gleich tot. Oh, je, 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 je. Okay, das war hoffentlich die letzte. Santos, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchten. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Alter. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Ja, war doch ganz cool. Ja. Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja. Das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein.
Da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja? Alter. Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Oh, jetzt will er mich umbringen. Ja, klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. Solange ich ihn umbringen kann. Oder er sagte, ich kümmere mich jetzt um. Erst um dich so und dann nochmal um Ellie, weil die damit dann zu tun hat, wenn du. Weißt? Mit dem Tod von dir denn. Da steht er. Echt wo? Nein, neben uns. Ja. Na dann. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey! Wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton! Arsch, Alter. Norton! Norton! Den hätte ich schon längst, weiß ich nicht. Ich habe irgendwelche Plasmawaffen, mit denen die sich da locker durchbrennen könnten. Also. Ja. Deswegen kann ich Chinesen. Den hätte ich. Leute, kennt ihr so. Er hat mein Signal. Ja, ich hab den Hebel mit Chinesen. Also. Hat er wohl vergessen abzubrechen. Ist richtig. Erstmal aufmachen und dann gucken, ob wir da rein müssen. Ja. Du weißt ja nie, wo du hier überall hinfahren kannst mit dem Fahrstuhl. Hauptsächlich oben oder unten mehr. So, jetzt können wir aber die andere Waffe wieder ausrüsten. Würde ich mal sagen. Was sagst du also, ich mach's jetzt auf jeden Fall. Nö. Pff. Wie nö. Kannst du? Ja, klar. Echt? Geht doch, ja. So, ich muss so ein Safe rausholen. Ach ja, Safe ist die ja. Schaden zu viel Feuerrate. Hoffe mal nicht, dass hier jetzt was passiert, wenn ich hier schon mal lang kann. Nö, stimmt nicht. So, jetzt habe ich endlich wieder meinen Granatenschmeißer. Wo bist du denn jetzt hin? Hier hinten. Ah. Ja. Toll, ich habe nicht mehr Granaten da drin im Magazin jetzt, ey. Ah, Leute, wir machen hier einen Cut, das passt gerade so gut, weil wir schon wieder bei 28 Minuten sind. Wer weiß, was jetzt alles so kommt. Also, das war's. Lasst ein Däumchen da und schaltet wieder ein. Wird uns freuen. Macht's gut. What the fuck? Haut rein. What the fuck, Alter. Ich wollte nochmal fliegen. Aber ich krieg keinen Schaden dadurch, ne? Naja, und du fliegst auch nicht weg. Ne, aber trotzdem, ja. Macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao.